Und wir haben jetzt quasi, das ist quasi die Auflagsplatte, Karton, weil ja vieles gewollt ist und dann wieder das quasi das Bedürfnis hat, gezeigt, das ist sich zusammenzurollen. Und so hat jetzt quasi, also wir haben es immer mit den, die Bezeichnung ist mit den Initialien, also Josef Oskar Blader, JOW, jedes Projekt ein Jahreszahl bekommt, und zwar entweder die, die auf den Plänen draufsteht, die erste Jahreszahl, oder dann, wenn es zum ersten Mal publiziert wurde. Dann haben wir in dem Jahr eine laufende Nummer, also das ist das erste Projekt aus dem Jahr 1930. Es ist für Schaubild, zuerst ein Schaubild. Und die Mappen sind dann auch immer so beschäftigt gemacht. Die Frau Seliger hat das sortiert, direkt. Aus dem Gartenhaus ist es hierher gekommen. Ja, sie hat jetzt zur Kiste, Schacht und alles, und so ist es hierher gekommen. Genau. Ja, ja. Genau. So eine Ordnung hat der nie gehabt in seinem Leben. Ja. Also ich habe mich dann eben nach Anruf von ihrem Institut auf die Suche gemacht, was noch da ist. Leider hat es sein Büro nicht mehr gegeben. Und es wusste auch irgendwie niemand in der Familie, ob noch was da ist. Und er hat ihm bei seiner Baumschule ein kleines Sommerhaus gehabt, also tatsächlich so wie vorhin im Vortrag. Und in diesem Sommerhaus gab es einen Abstellraum, und da habe ich eigentlich einen Großteil dieser Ausstellungskartons, die ich da jetzt mitgebracht habe, gefunden. Leider in sehr schlechtem Zustand, weil irgendwann hat es dort reingeregnet und irgendwelche Tiere waren, glaube ich, auch drin, weil ein Ding ist so angeknabbert. Ja. Also ich habe das dann mal mitgenommen und bei mir eine Zeit lang zu Hause gelagert, und jetzt endlich ist es am richtigen Ort. Ja, also es hat mich der Michael Mennauer schon 2003 angerufen und mich gefragt, ob es noch was gibt, und dann habe ich mich eben erst auf die Suche gemacht, und hat eben ein bisschen gedauert. Es war also nicht nur das Sommerhaus, sondern ein Teil war auch noch, habe ich dann am Dachboden auch noch gefunden, wo er gewohnt hat in dem Haus. Also es hat so ausgeschaut, als wäre das einfach der Rest, den man nicht runtergetragen hat, Gott sei Dank. Mein Vater war nicht sehr sorgfältig mit seinen Sachen, er hat ja eh viel veröffentlicht. Das meiste war in diesem Gartenhaus, das man auf dem Foto gesehen hat, in der Fleischgasse, wo das dann nicht mehr bewohnt war, nur mal so im Sommer. Und ich habe vorher, wie die Eltern aus der Wohnung übersiedelt sind, am Dachboden einen großen alten Reisekoffer gefunden, so einen Strohkoffer für Übersiedlungsgut. Und er war voll mit Plänen vom Vater. Den habe ich aber nur runtergetragen damals in die Wohnung. Und die waren also aus der frühen Zeit, aus den 30er Jahren und so, glaube ich. Und das Übrige, glaube ich, war ja ohnehin zum Teil auf der Technik, in der Gartenbauschule und so. Aber nicht die Frau Mank war die dann das Sammelsurium, das bei uns übrig geblieben ist, gerettet hat. Und sehr eifrig. Also sie hat gesagt, jedes Fetzerl will sie haben. Sie war, glaube ich, sie war Studentin beim Papa auch. Und sie hat in der Nähe gewohnt, und die haben sich halt sehr gut vertragen. Ja. Genau. Also die Brigitte Mank und er. Ja. Ja, beruflichen Kontakt? Beruflichen Kontakt. Genau. Nein, sie hat sich da wirklich sie hat das unbedingt gewünscht. Ja. Sonst wäre das wahrscheinlich zugrunde gegangen. Ja. Wir haben dann den Garten verkauft nach dem Tod der Mutter. Und das Gartenhaus steht übrigens immer noch als ziemliche Ruine. Mhm. Und gehört auch nicht mehr uns. Ah. Ja. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Bedeutung hat es, dass der Nachlass Ihres Vaters hier im Archiv einen Platz gefunden hat? Also für mich hat das eine große Bedeutung. Mein Vater, in meiner Erinnerung, war ja ein wirklich genialer Mensch, kann man sagen. Er war Gartengestalter, Aquarellist, mit vielen Aquarellen, die wir zu Hause noch haben. Und gleichzeitig war er Mitglied der Sezession in Graz, von Kunst für Sezession, vergleichbar mit der Wiener, natürlich nur viel kleiner. Und bei der Suche nach diesen Relikten sozusagen von seiner Vergangenheit ist einem das Bild des Vaters wieder näher gekommen. Und es ist ein Erlebnis gewesen für mich, für meinen Vater. Und in der Zeit unserer Jugend, da ist er ja, mein Vater war ein sehr großzügiger Mensch, und
in unserer Jugend waren wir ja viel in der Baumschule in den Ferien. Nur eines hat er nicht mögen, Ball spielen. Wenn der Ball auf die gerade aufblühende Peonia suffruticosa fällt, dann knickst du. Und auf Fußballplätze kann man woanders auch haben, woanders auch spielen. Ja, ich bin sehr froh, dass sozusagen der Nachlass meines Vaters wiederentdeckt wurde und nun dann ein, unter Anführungszeichen, Ruhestätte, ist nicht das Beste, sondern so einen Platz gefunden hat, wo man auf ihn zugreifen kann, auf seine Werke und auf seine Gärten, die er gemacht hat. Und das von bleibenden Wert dann. In diese Richtung geht auch mein Versprechen, falls wir weiteres Material finden, dass wir es natürlich hierher bringen. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. Welche Bedeutung hat das für Sie, dass jetzt quasi der Nachlass Ihres Vaters hier da bin ich begeistert. Hier an den Platz gefunden hat? Das habe ich mir nicht so vorgestellt, wie die Frau Seliger mit der Dissertation so ein Interview mit mir gemacht hat. Da hat sie das schon angedeutet. Das wird hier jetzt ein Archiv gemacht und ich als Ahnungslose habe mir vorgestellt, ja, das wird jetzt gescannt, fotografiert und sonst irgendwie und den Rest haut sie weg. Ja. So wie der eine Vortragende gesagt hat. Ja. Und da bin ich nicht begeistert, denn diese auch vom Vater zerwurzelten Pläne und nicht so ordentlich und vor allem diese Schautafeln, die haben wir zu allem Möglichen benutzt, zum Mensch ärgerlich nicht spielen oder hier als Unterlage. Da waren Berge davon da. Mhm. Und das ist ja toll. Und da muss man sich nicht alles aufheben. Aber einen Plan habe ich und den habe ich nicht hergegeben. Das ist ein handgezeichneter, riesiger Plan von der WIG, wo mein Vater mitgearbeitet hat, der WIG in Orla. Ja, genau. Ja. Von Gräs und Staudengarten. Den habe ich und ich weiß gar nicht, wo es sicher auch schlecht gelagert, aber den gebe ich nicht her. Weil Sie eine persönliche Beziehung haben zu den Kindern. Ja, der ist wirklich schön. Ja. Der ist ein Kunstwerk. Ja. Nicht so eine Schautafel, ein Plan. Ja. So wäre das. Aber also ich gratuliere dem Archiv. Ja. Und ich hoffe, dass es weitergeht und ihr könnt natürlich nicht alles aufheben, ihr müsst auch irgendwann einmal was wegschmeißen. Nein, also mein Vater wäre begeistert. Mein Vater wäre geehrt und begeistert. Natürlich. Das hätte er sich nicht erwartet. Ja. Weil sonst hätte er ja vielleicht ein bisschen vorsagen können mit seinen Sachen. Na, ich kann Ihnen das dann zeigen. Wir haben es sortiert, in Mappen gelegt, versucht zu ordnen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Da stehen noch ein paar Pläne gerollt aus der Gemeinschaft mit Viktor Mödelhammer, die von der Gartenbauschule in Schönbrunn zu uns kamen. Ja, genau. Also, wie das sind sie, er hat überall irgendwas hinterlassen. Genau. In den Schönbrunn und dort. Ja. Vielen Dank. Ich danke. Das ist großartig, dass Sie ich das ich gratuliere euch. Weil das jetzt so schön geordnet ist, kann man sich das dann anschauen hier? Oder wie geht das?